Die Filiale 1 war die erste Filiale der Stadtsparkasse München. Barerstraße, Ecke Schellingstraße. Nun wird der Standort im Univiertel umgewandelt in die erste Filiale für Studierende. Im kommenden Jahr gibt es hier speziell zugeschnittene Finanzdienstleistungen und Öffnungszeiten für Studentinnen und Studenten. Tatsache ist, die Stadtsparkasse München führt eine neue Vertriebsstruktur ein, setzt aber weiterhin auf Kundennähe und Präsenz in der Fläche. Wir garantieren als Stadtsparkasse München weiterhin ein flächendeckendes Standortnetz, um die Finanzversorgung aller Münchnerinnen und Münchner auch sicherzustellen. Faktisch sind wir, und was noch wichtiger ist, bleiben wir das Kreditinstitut in München mit den mit Abstand meisten Filialen. Denn die Filialen sind für uns natürlich auch ein wichtiger Kontaktpunkt zu unseren Kundinnen und Kunden. Denn wir wissen alle, viele Finanzthemen sind komplizierter und da möchten unsere Kundinnen und Kunden auch mit den Beratern vor Ort persönlich drüber sprechen. Und unsere Filialen und unsere Berater stehen natürlich auch für eine vertrauensvolle Beratung und auch für einen guten Service. Dazu wird das Städtische Kreditinstitut ab 1. Januar 2023 bis Ende 2025 einiges umstrukturieren. Auch bis 2026 und darüber hinaus steht die Stadtsparkasse München dann mit 40 Filialstandorten und 47 Selbstbedienungsstandorten weiterhin für das dichteste Bankfilialnetz in München. Doch damit nicht genug. Zunächst einmal werden wir ab dem 1. Januar unsere Beratungszeiten nach Termin von heute 8 bis 18 Uhr auf zukünftig 8 bis 20 Uhr erweitern. Das heißt 10 Stunden pro Woche. Das heißt auch, dass Kunden, die zum Beispiel um 19 oder um 19.30 Uhr einen Termin haben möchten, weil sie vorher selber noch berufstätig sind, diesen dann auch auf Vereinbarung bekommen können. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir werden an 14 Standorten flächendeckend in der Stadt unsere Öffnungszeiten ausweiten. Sie sind ja heute überall halbtägig, entweder vormittags oder nachmittags. Und an diesen 14 Standorten werden sie zukünftig wieder ganztägig sein. Von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr und am Donnerstag sogar bis 18 Uhr. In allen anderen Filialen, die es bei uns heute gibt, werden wir 2 Tage oder 3 Tage ganztägig geöffnet haben. Das heißt, auch an diesen Stellen wird entweder Montag, Mittwoch oder Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr und am Donnerstag bis 18 Uhr geöffnet sein und in den anderen Filialen am Dienstag und am Donnerstag mit den gleichen Zeiten. Das Beratungscenter Stadtmitte im Tal ist zudem durchgehend geöffnet. Da Corona und die Digitalisierung das Kundenverhalten verändert haben, werden ab Mitte nächsten Jahres einzelne Standorte noch punktuell angepasst. Deswegen werden wir, weil es eine sehr unterschiedliche Kundenfrequenz in unseren Filialen gibt, auch punktuelle Veränderungen vornehmen. Wir werden 5 mitarbeiterbesetzte Filialen in Selbstbedienungsstandorte umändern. Hier 2 Beispiele. Aus dem mitarbeiterbedienten Standort Schwanseestraße in Obergiesing wird ab Juni 2024 eine Selbstbedienungsfiliale. Die Zweigstelle am Waldheimplatz in Waldperlach wird im Juni 2023 auch auf SB umgestellt. Und wir werden 7 Selbstbedienungsfilialen aufgeben. Das Ganze wird aber stattfinden in 3 Jahren, das heißt zwischen Mitte 2023 bis zum Ende des Jahres 2025, sodass dann über einen längeren Zeitraum diese Veränderungen stattfinden. Zum Beispiel die SB-Filiale hier in der Leopoldstraße 56a. Diese wird im Dezember 2023 aufgelöst. Die nächste Filiale ist nur rund 150 Meter entfernt. Und es entsteht auch Neues. Einen ganz neuen, topmodernen Standort wird es bereits ab Oktober im neu geplanten Neuperlacher Zentrum am Hans-Seidel-Platz geben. Die alte Filiale im PEP zieht dann einfach um, direkt auf die andere Straßenseite gegenüber. Neue Adresse, Thomas-Dehler-Straße 15. Auch hier in Freiham wird es einen neuen Standort geben. In dem neuen Stadtteilzentrum Zamm an der Bodenseestraße. Mit moderner und zeitgemäßer Ausstattung in Münchens jüngstem Stadtteil. Geplante Eröffnung Ende 2023, Anfang 2024. Die beiden Filialen in der Altostraße und in der Limesstraße werden dann dort integriert.